miteinander. Ich versuche mich jetzt möglichst kurz zu fassen. Und es ist einfach so, die bilateralen Verträge, die nützen ganz klar der Jugend, wie man da bei der Werbekampagne der Gewerkschaften sieht. Wir haben da größere Weiterbildungschancen und können mehr arbeiten. Oder wie man bei der zweiten Folie sieht, ist vom Bundesrat und wird übrigens mit unseren Steuergeldern gezahlt, haben wir zusätzliche Karrierechancen. Oder es gibt dann auch ein weiteres, wo die Schulklasse verteilt wird. Das ist so ein Video, das auch vom Bundesrat mit unseren Steuergeldern gezahlt wird. Das ist auch Werbung dafür. Wenn man hingegen als Schulklasse Verträge an sich bestellt, dann wird pro Vertrag 25 Franken verrechnet. Und so Videos und CD-Rams und alles gibt es gratis. Dann Tatsachen sehen aber leider ein bisschen anders aus als die Werbungen. Es ist sowieso auffällig, dass die Werbungen alle von finanzkräftigen Kräften kommen, die ohnehin für einen EU-Beitritt sind, aber nicht von der eigentlichen Jugend. Und wir haben jetzt in unserem Komitee, da kann man mal Folie 3 zeigen, haben wir uns zusammengeschlossen, wirklich Jugendliche. Und wir sagen, wir brauchen die Kampagne nicht, die ohnehin noch Steuern kostet, und wir können selber denken. Und ich habe jetzt einige Punkte lasse ich weg, die sind sowieso schon erwähnt worden, aber ich möchte gleich noch ein paar Punkte erwähnen, die uns speziell betreffen. Das ist einerseits die Diplomanerkennung, da werden Zeugnisse und Diplom, die müssen anerkannt werden von allen EU-Staaten. Das heisst, 370 Millionen EU-Bürger werden die gleichen Rechte haben wie wir. Egal, ob jetzt da ein französisches Baccalauréat ist, wo nur wo 80% der Leute machen dort, oder ob das ein englisches A-Level ist, das praktisch niemand macht. Das ist einfach gleichgesetzt. Und auch die Schweizer Diplom werden mit allen EU-Diplomen gleichgesetzt. Dann ein weiteres Problem sind die Forschungsgelder. Der Lutz Stamm hat schon erwähnt. Da wird statt die Schweizer Unis, wird Geld für die Schweizer Unis, wo das Geld sehr nötig hätte für die Forschung und für die Lehre, wird das Geld einfach, also es sind 200 Millionen pro Jahr, wird das Geld einfach in irgendwelche unbedeutende Forschungsfonds von der EU gesteckt. Darum ist es auch kein Wunder, dass sich auch da mal wieder Nobelpreisträger negativ geäußert haben zu den Verträgen. Dann ein Hauptpunkt, das ist der Numerus Clausus, weil heute ist es so, dass die Unis, die Schweizer Unis mit anderen Unis weltweit zusammenarbeiten und Austauschkontingente haben. Die Kontingente werden allerdings bis jetzt nur von den Studenten im Ausland zu 100% teilweise sogar ausgeschöpft. In der Schweiz hingegen hat jeder Student die Chance, in der ganzen Welt und nicht nur in der EU zu studieren. Neu sollen die Unis für alle EU-Bürger geöffnet werden, egal welche Matura in welchem Land. Und da gibt es ja bekanntlich riesige Unterschiede. Das hat eine Überfüllung der Universitäten, wie im Ausland schon bekannt, zur Folge und zwangsläufig auch die Einführung vom Numerus Clausus auf allen Studiengängen. Dann das Weitere ist die Arbeit, das heisst, wir können ins Ausland arbeiten. Doch im Ausland arbeiten können wir eigentlich heute schon, wenn wir die Leistungen zeigen. Doch jetzt sollen auch die 13 Millionen EU-Arbeitslosen ohne Schranke in der Schweiz arbeiten können, und das bei extrem niedrigen Löhnen. Besonders die Jugendarbeitslosigkeit beträgt zum Teil über 20%. Und wir möchten uns nicht der Gefahr aussetzen, dass damit höhere Arbeitslosigkeit und eine Masseneinwanderung in unser Hochlohnland möglich wäre. Und wir später nicht mehr ins Ausland können arbeiten oder wollen arbeiten, sondern müssen arbeiten. Dann, wir finden die Verträge auch nicht nötig, weil die Schweiz ist heute nicht isoliert. Sie steht mit der ganzen Welt und auch mit der EU im regen Austausch. Unsere Wirtschaft blüht. Dazu brauchen wir die schlecht verhandelten Verträge nicht. Das Fazit ist, wir sehen für die Jugend, sowie für alle anderen Schweizerinnen und Schweizer, sowie auch für Leute aus anderen europäischen Staaten, nicht einmal geringe Vorteile der Verträge. Und möchten auf die riesigen und unwiderruflichen Gefahren hinweisen. Der Rohstoff Nummer 1 der Schweiz, das ist Bildung, wird mit den Verträgen als Ausland verschenkt. Und die Schweiz verliert ihre Handlungsfähigkeit in 7 Kernbereichen. Jetzt noch Folie 4. Nur mit dem Nein am 21. Mai, ich wiederhole mit dem Nein am 21. Mai, verhindern wir den Verlust von Selbstbestimmung, Demokratie und auch vom EU-Beitritt. Wir sagen damit aber ganz klar Ja zur Zukunft der Schweiz, weil sonst unsere Generation müsste schwerwiegenden und langfristigen Nachteile ausbaden. Und ich denke zum Schluss noch, wenn wirklich jeder sich so wie jetzt schon weiterhin so engagiert, wie es schon gemacht worden ist, wenn man mit den Leuten redet
wenn man kämpft, dann haben wir eine Chance, um die Abstimmung zu gewinnen. Und darauf hoffe ich. Merci.